Willkommen bei einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Drei Sachen vorweg oder zwei Sachen vorweg. Also ihr seht das hier, auch ich habe den Hexenhut jetzt endlich in der Base drin und schön am Rand respawn. Aber ihr habt das gerade gesehen, die Dorfbewohnerin hier unten. Also alle Dorfbewohnerinnen rennen daran vorbei. Scheinbar passt der Hut nicht zu ihrem Outfit. Oder vielleicht ist er auch ein bisschen zu groß. Aber die zweite Sache, die ich eigentlich für euch habe, es soll ja heute um das erste Mal gehen, ja, um den ersten Clankrieg, den wir geführt haben. Alle, die den Button hier nicht hatten, also mit den gekreuzten Schwertern, ich muss auch mal meinen Mauszeiger einblenden lassen, glaube ich, also mit den Reliefen hier rechts und links, alle, die den Button noch nicht hatten, die waren noch in einem laufenden Clankrieg. Erst wenn der laufende Clankrieg vorbei ist oder war, wechselt auch dieser Button einmal, glaube ich, ausloggen, einloggen, wenn er dann immer noch nicht da ist. Und dann ist er in jedem Fall verfügbar und man kommt endlich in die Clankriegsliga. Und wir haben ja relativ früh gestartet, da wir vorgestern dann keinen Clankrieg mehr gestartet haben, sodass wir direkt mit der Liga starten konnten. Hatten noch ultraschnellen Gegner, habt ihr gesehen. Und wir gehen einfach mal aktuell rein, dann kläre ich noch ein paar Fragen mit euch. Und nebenbei werde ich natürlich auch noch 1, 2, 3, 8 Kämpfe zeigen. Also, wir sind jetzt schon eine Stunde, 5 Minuten vor unserem nächsten Clankrieg. Ein Clankrieg geht 24 Stunden und man muss das so sehen, dass wir haben hier jetzt noch, also ich kann es hier jetzt, glaube ich, am besten erklären, wir haben hier jetzt noch eine Stunde, 5 Minuten, dann fängt dieser Clankrieg an und wenn ich jetzt mal auf die 3 klicke, dann ist es so, dass der noch 12 Stunden 59 Vorbereitung hat. Also in der Vorbereitungsphase bzw. gleich in der Startphase werden hier wieder alle unsere Rathäuser sein und wir können die Clanbogen schon wieder befüllen. So läuft das Ganze dann immer ein weiter. Ihr seht das hier, ein Tag 12 Stunden und hier am Ende sind es dann 4 Tage 12 Stunden. Also so läuft das Ganze, 24 Stunden 1CK, wobei dann schon die Uhr schon weiterläuft als Vorbereitung für den nächsten Clankrieg. So läuft der Hase hier, wir haben das auch erst nicht verstanden, aber ich glaube, wenn man es jetzt einmal am Objekt gesehen hat, denn ich hatte heute etliche Anfragen, wie geht das hier mit der Zeit und wie ist das mit dem, ja, ich meine, zum Matchmaking brauche ich jetzt nichts sagen, das habt ihr selber erfahren bei euch in den Clans, das ist noch ein bisschen grützig, war bei uns im ersten Clankrieg auch, ich kann euch das Ergebnis ruhig schon verraten, denn ich habe es unter meinem letzten Video, glaube ich, schon gepostet, wir haben den ersten Clankrieg gewonnen. Und mit 33 zu 23 hatten ja gedacht, dass der Gegner alles 12er mitnimmt. Nein, der Gegner hatte da auch 2 Elfer dabei. Und ihr seht das hier, wir hatten ganz schön viele Elfer dabei. Und der Gegner hatte 13 12er und 2 Elfer dabei. Und das haben sich natürlich unsere 12er nicht nehmen lassen. Denn diese ganzen Games hier sind im Moment echte Dip-Festivals. Damit du an die Sterne kommst, entweder nach oben oder nach unten. Für uns war das Dip-Festival eher ein bisschen nach oben, weil unsere Elfer auf die 12er mussten. Denn wir haben hier nur 8 12er und du hast ja maximal einen Angriff. Also musst du dich schon entscheiden, was du machst. Das heißt, wir haben dann eher natürlich erstmal, so wie der Ei das hier gemacht hat, der Eyewitness, erstmal unten die beiden Elfer zugemacht und sind dann Stück für Stück mit unseren Elfern erstmal auf die 12er gegangen. Haben dort versucht, 2 Sterne zu holen. Ist uns, glaube ich, auch, also unser Plan hier, glaube ich, ist ganz gut aufgegangen. Und am Ende haben wir denn doch relativ oder recht deutlich gewonnen. Die Startzeit war jetzt ein bisschen blöde, weil der Kampftag geht ja dann nur 12 Stunden. Und der lief heute Mittag um 12 Uhr aus und ich habe ja im Moment Urlaub und habe gestern Abend schon gesagt, als der CK noch nicht angefangen ist, Leute, ich schlafe ja ganz gerne mal ein Stündchen länger und ich weiß nicht, ob ich um 12 Uhr schon wach bin, um meinen CK-Angriff überhaupt zu machen. Also habe ich mir dann doch mal einen Wecker gestellt, irgendwie so um 10 Uhr oder so rum, habe dann noch 2 Stunden Zeit gehabt mit ein paar Kaffee. War ich dann auch so halbwegs wach und konnte dann auch meinen einen Angriff machen. Es ist ja nur einer, den kannst du dann ja auch nicht so super lange mehr planen, weil ja so mitten im Tag, da ist bei uns auch nicht so gerade viel los, denn alle oder viele arbeiten, studieren, was auch immer, und gucken hier immer mal wieder irgendwie ins Game rein, wie es halt so geht. Also im Moment ist das ein bisschen auch der nächste Start, der ist jetzt gleich und geht 12 Stunden. Also so zieht sich das jetzt erstmal hin. Das hat sich halt ein bisschen ergeben durch die vielen Wartungspausen, die wir hatten. Aber ich denke mal, viele Sachen oder die meisten Sachen hat Supercell jetzt weggefixt. Ich habe jetzt zumindest in allen
meiner Basis die Lotkarre endlich aufnehmen können und sie ist auch weg. Also die stand bei einigen Bases bei mir komplett auf 0-0. Und dann stand da immer, du hast nicht genug Platz, obwohl ich Platz ohne Ende hatte. Das ist zumindest schon mal weggefixt. Sternebonus habe ich auch schon bekommen, sollte auch jetzt Geschichte sein. Und also erstmal hier zu den Dörfern hier. Das ist Rathaus 12 auf Rathaus 11. Ich denke mal, Ei ist da so erfahren, dass er in jedem Fall so ziemlich jede Elverbase ganz nett dreiert, muss ich mal so sagen. Und was mir eben auch wieder passiert ist, es passiert mir immer wieder. Ich glaube, hier sind wir schon 12 auf 12. Ja, hier sind wir schon 12 auf 12. Ich habe eben schon 21 Minuten aufgenommen. Mikro noch ausgehabt. Ich mache mein Mikro eigentlich gerne unter Windows aus. Wenn ich noch im Discord bin, dann mute ich mich nicht im Discord, sondern einfach kurz mal unter Windows. Das habe ich vergessen, wieder anzumachen. Und gestern auch in der Folge, da passt ihr übrigens immer sehr, sehr gut auf, muss ich sagen. Ihr da draußen, habe ich ja einfach angefangen und man hat so gerade so, dass da den Anfang nicht ganz gehört. Da war dann wieder meine Schnabbelstimme ein bisschen zu schnell mit dem Aufnahmeknopf drücken. Also auch das war natürlich ein bisschen, ja, jetzt läuft es aber, glaube ich, ordentlich und ich glaube, ich bin jetzt auch ganz, ganz gut zu hören. Naja, passiert halt. Ist halt so. Aber ist vielleicht auch ganz gut so, denn ich habe mir die 20 Minuten eben angeguckt und ich glaube, sie sind nicht so gut wie die Minuten, die wir jetzt sehen. Also der Mini hier 12 auf 12, so sah das hier aus. Und ich bin ja in einigen Clans mit meinen Accounts zurzeit und gucke mir das ganze Geschehen auch erstmal ein bisschen an. Ich muss das Ganze erstmal auch alles verstehen, bevor ich zu euch wieder mit der Kamera komme, um eure Liga mal oder eure Ligen spielen zu sehen, wie ihr da so abschneidet. Und deswegen muss das ganze System auch erstmal blicken und kennenlernen, auch das später mit der Verteilung der Marken, denn einige Clans haben hier nicht alle Leute mitgenommen in die Clanliga. Wir haben sie erstmal alle mitgenommen. Wir wissen ja auch noch nicht, wie es mit der Verteilung ist. Auch unsere Zehner, unsere Neuner, unsere Achter, die sollen alle ein bisschen was abhaben. Das ist so ein bisschen, das geht hier jetzt gerade zweigleisig los. Ich beobachte mal ein bisschen die Miner hier für euch. Und das ist ja ein bisschen, ja, die Kleinen, die kommen hier unter Umständen nicht in allen Clans zu Zuge. Das heißt also, für acht Tage ist erstmal für die nix hier, kein Clankrieg, kein gar nichts. Und natürlich verändert es sicherlich das Matchmaking, wenn du alle mitnimmst. Aber um hier dann einigen etwas zu gönnen, denke ich mal, kann man so ruhig mitnehmen. Sie kommen dann halt nicht zum Zuge, aber sie können etwas von den Rewards dann am Ende bekommen. Und in einem Clan ist es, glaube ich, so, wo ich bin. Ich glaube, es ist der Clan High, wo ich als Alex gleich gesagt habe, ich will gar nicht mit, weil ich komme eh nicht zum Zug und ich brauche im Moment auch nichts von den Ligamarken. Vielleicht gehe ich jetzt doch mal mit dem auch mit in die Liga rein, wenn sie denn wieder ist. Sie ist ja, glaube ich, nur einmal im Monat und kämpfe damit, weil dort ist man der Meinung, dass natürlich alle, die sich gemeldet haben oder die sie da meldet, auch die Chance haben sollten, zu kämpfen, weil sie halt auch genau wie ich auch echt gerne Clankriege spielen. Aber gut, sie kommen nicht zum Zuge, weil dann wird nicht gewonnen. Und deswegen ist das, glaube ich, ist das ein bisschen schade. Ich hatte mir hier eigentlich jemanden rausgeguckt. Ich glaube, es war der Akereus. Es ist halt so. Das hat dann auch nichts mit Schnorren zu tun oder so, finde ich. Sondern du machst mit den Größeren, machst du die Kleinen dann groß, so will ich das mal sagen, besagen. Und die Kleinen können ja auch, die können ja mitfiebern, die können jetzt ihre Helden ganz in Ruhe leveln, kein CK da. Ihr braucht da nicht aussetzen, nutzt die 7 Tage für einen netten Helden oder vielleicht sogar für 2-3 Helden-Updates und seid dann wieder bei den Clankriegen mit dabei, bei den ganz normalen Clankriegen außerhalb der Liga. Und irgendwann wird ja jeder mal groß. Und denn in den großen Clans, wo wirklich nur noch 12er und 11er sind, ja, da kommen die 11er womöglich noch nicht mal mehr zum Zuge. Und das ist natürlich ein bisschen schade an der Liga, dass nur 15 mit können. Aber irgendein Tod muss sterben. Und deswegen nehmt ruhig ein paar mehr mit, sodass ihr vielleicht auch doch auch mal tauschen könnt. Denn wir haben, glaube ich, auch hier oder bei einem anderen Clan, wo ich bin, haben wir ein total unmögliches Matchmaking. Aber wir haben schöne Kämpfe, die habe ich schon für euch festgehalten. Echt geile Dinger. Und
Dort haben wir wenigstens sechs Wechselspieler mit, also mit 21 gemeldeten Spielern in der Liga. Aber mit 16 gemeldeten Spielern ist es dann schon ein bisschen eng. Da hast du dann einen zum Tauschen. Und wenn der eine dann auch noch ein Rathaus 7 ist, der sowieso nie zum Zuge kommt, da hättest du die anderen dann auch mitnehmen können. Die kommen ja auch nicht zum Zuge. Also ist gehopst wie gesprungen. Ich habe mich später dann nicht mehr darüber aufgeregt. Die Anja ist eine ganz nette und hat halt eine etwas, so wie ich finde, zu soziale Ader. Ist einfach so, da muss man einfach über seinen Schatten springen, finde ich, und sagen, natürlich wollen meine Leute alle angreifen. Ich kenne sie und sie wollen dann ja auch alle angreifen, wenn sie dann in der Liga sind. Aber damit dann der Erfolg da ist, kann ich sie nicht angreifen lassen. Ich kann sie einfach nicht einsetzen, aber sie sind mit dabei. Und am Ende kriegt vielleicht jeder ein paar Medaillen. Komme ich gleich auch noch zu, wie die Verteilung hier so ein bisschen läuft. Denn wir haben ja jetzt schon die ersten Ergebnisse hier. Ist auch ganz spannend, war für uns auch noch nicht so ganz auf dem Tacho, wie das hier dann eigentlich läuft. Aber 14 auf 4 hier, ich lasse das mal so nebenher laufen, während ich euch so ein bisschen die Liga hier noch mal ein bisschen näher bringe, so Details. Denn heute Morgen waren so ein paar Leute im Discord, haben mal gefragt, Herr Tutu, ihr seid ja schon dabei, wie läuft das, wie ist Matchmaking? Da konnte ich dann auch erstmal nur sagen, ja, weiß ich nicht. Wir haben erstmal alle mitgenommen, haben blödes Matchmaking, 13 Rathäuser auf der Gegner, 13 Rathäuser auf der 14, nee, doch 13, 13 Rathäuser auf der gegnerischen Seite. Er hat 12 und wir nur 8. Wenn die dann noch alle gut sind, dann sehe ich da wenig Chancen für uns. Aber ihr habt das ja schon gesehen, man kann das ja sehr schön auf den gegenüberliegenden Seiten schon vorab sehen, beziehungsweise in dieser Gesamtübersicht, dass unsere Elfer echt gut gedefft haben. Und finde ich natürlich sehr, sehr gut, weil es ist hier dann unten ist natürlich ein Dipfest. Und nach oben hin wird es dann immer ein bisschen schwieriger. Haben wir hier, glaube ich, trotzdem ganz gut gelöst. Ich musste dann ja auch irgendwann mal einen angreifen. Ich durfte Cristiano Ronaldo angreifen. Hatte dann aber auch schon abends eine Truppe gebaut. War dann ja relativ nah oder zeitnah hier in den CK drin. Und auch das will ich euch mal nicht vorenthalten. Sind nicht viele Prozente, aber zwei sichere Sterne. Und darum ging es erstmal hier, ich glaube, mit der Armee, mit der ich hier unten unterwegs bin. Ich habe die Hexen auch noch nicht auf Level 4. Die könnte ich mir mal mit dem Machttrink jetzt hochpowern, aber es lohnt sich ja auch nicht wirklich. Also von daher müssen wir mal gucken und abwarten, wie sich das Ganze überhaupt entwickelt. Und denn auch für uns ist es ja jetzt gleich erst der zweite CK-Anfang. Mal sehen, wie wir da anfangen. Beim Clan sind disabled, habe ich jetzt schon eben angegriffen. Dort konnte ich einfach mein Gegenüber machen mit 3 Sternen. Rathaus 9 auf Rathaus 8. Ja, so ist das. Und mit dem Avatar bin ich übrigens in einem ganz interessanten Clan. Habe ich euch ja gestern kurz einmal, ja nicht vorgestellt, sondern habe ja kurz ein bisschen geworben dafür. Da bin ich ja so ein bisschen der verwaiste Vagabund, also der hat keinen Stammclan, denn der geht ja bei euch mit in die Clans und dreht dort nette Folgen, nette Kämpfe. Und mit dem bin ich einfach mal in die Liga bzw. in den Clan gegangen, denn die spielen auch mit so 20 Leuten maximal, wenn überhaupt. Da sind auch noch nicht so viele drin, die Liga hier. Und da spiele ich einfach mal mit, um das ganze Geschehen mitzukämpfen. Ich glaube, als Rathaus 10 bin ich da auch gut aufgestellt. Wir haben, glaube ich, keinen 12er dabei, wir haben 11er, 10er, ein paar 9er. Und das ist dann gewesen. Ich glaube, wir haben sogar 8er dabei. Auch da lasse ich mich mal überraschen, wie das Ganze wird. Freut mich auf jeden Fall. Ist eine ganz interessante Truppe. Sind ja schon ein paar namhafte Spieler dabei, die ich eigentlich nur aus dem Fernsehen kenne. Und beziehungsweise aus den Clans. Von Dark Lotus und so tummeln sich da immer mal Leute. Und ich habe auch schon, die waren jetzt auch noch im Clankrieg. Und ja. Das ist schon ganz nett, ne? Will ich mal so sagen. Okay, also hier nur noch so ein bisschen dann die restlichen Prozente geholt. Na, das war jetzt nicht, das war jetzt nicht wirklich der Rede wert. Aber zwei sichere Sterne, denke ich mal, habe ich hier gemacht. Und ja, wir haben gewonnen. Was gibt es eigentlich mal? Es gibt hier am Ende des Rewards und Results. Hier im Meister gibt es für einen Win 25 Marken. Ich weiß auch noch gar nicht, ob es pro CK-Win ist. Ich denke mal, es ist pro CK-Win. Und dann auch für Sterne jeweils 10 Marken. Wir haben 33 Sterne bekommen, haben gewonnen. Das heißt also, da gibt es nochmal 10 Sterne drauf. Das heißt also, unser Ergebnis ist
Gesamt 43 Sterne, aber bei wenigen Prozenten. Ihr seht das hier, die Gesamtzerstörung. Das war ein bisschen wenig. Da hat der Clan, der über uns ist, das ist unser neuer Gegner übrigens, hat dort etwas mehr gemacht und ist dementsprechend auf 3. Aber ich denke mal, wenn ich mir so die anderen Clans angucke, man kann sich sicher angucken, dann werden wir dort, ich denke mal, wir werden uns irgendwie zwischen 1 und 4 wiederfinden. Wie das dann mit der ganzen Liga ist und so, das weiß ich auch noch nicht. Ich glaube, wir sind eher so ein Haufen, die tummeln sich so ein bisschen in Meister, vielleicht auch mal ein Abstecher Champion. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik, das wissen wir alle noch nicht. Also hier sehen wir erstmal, hier sieht man auch die anderen Partien, wie sie denn spielen. Das tickert auch immer schön weiter. Also man kann dann schon beobachten, oh, der Stern oder der Clan hat noch einen Stern geholt, oh, da haben sie noch ein paar geholt. Und hier seht ihr dann die Verteilung der Sterne in unserem Clan hier. Ist erstmal stabil. Ich lasse mich da auch wirklich, wirklich überraschen. Und so sieht die Gesamtübersicht aus. Ja, nächster CK wird ja gleich in einer Stunde gestartet. Ich bin wirklich auch auf diesen Mal wieder gespannt. Wir haben hier, glaube ich, im Elva-Bereich ein bisschen rumgetauscht. Ich habe im Moment, das seht ihr hier, ja, ich weiß, ich habe einen Helden dabei, aber alles für einen Club. Oder ich habe einen Helden in Ausbau. Ich hatte das Lager halt voll. Der King braucht noch 2 Level bei mir. Also habe ich mir allen Mut genommen, habe ihn jetzt auf die Bahre gelegt und werde ihn dann morgen früh gemmen. Mal sehen, das wird dann noch so 5 Stunden 15 sein oder 5 Stunden 8, 5 Tage 8 Stunden oder so. Mal gucken, kann ja gar nicht so lange sein. Kampftag 12 Stunden, also es werden schon ein paar Games werden, aber wir kriegen ja noch 400 irgendwo rein durch die Events. Und da habe ich auch schon was für euch vorbereitet, wie man die am einfachsten übersteht. Und von daher alles hier für den Club. Eine Sache war ich jetzt aber noch ausstehend, denn man konnte jetzt auch gestern noch nicht, finde ich übrigens sehr, sehr gut, dass sich das Logo hier dreht zwischen 14 und 1. Echt krass, schöne Animation. Ich weiß nicht, dieses Blaue hier bei Clan Perks, ob das schon immer so blau war. Keine Ahnung, ich glaube, hat sich so ein bisschen verändert. Aber wenn man hier ins Warlock geht, ihr seht das hier, das habe ich euch nicht mehr zeigen können, denn die Clan-Kriegsangriffe waren alle weg. Aber man kann jetzt wieder in die Details reinklicken. Da ist ja gestern, glaube ich, jeder Clan abgestürzt. Bei denen die Liga schon lief und sie aber noch hier in den Details der alten Clan-Kriege mal reinschauen wollten, hat der Client einfach gehangen, musste es neu starten. Hat Supercell jetzt gefixt, wunderbar. Also den haben wir gewonnen, aber ich konnte euch halt keinen mehr zeigen. Hier, die waren ja alle weg. Und der Ü25 Kriegsclan, Glückwunsch nochmal für diesen schönen CK. Aber natürlich Glückwunsch an uns, dass wir ihn gewonnen haben. Vielleicht habt ihr euch ein bisschen vertan mit den Elfern auf unsere Zwölfer. Und das war sicherlich nicht schlecht zu Anfang. Das konntet ihr euch leisten. Aber wir haben hier dann auch angefangen, Zwölfer zu dreiern. Und ich habe hier lupenreine Dips hingelegt auf die 4 und auf die 9. Das war vorher so abgesprochen. So ist das nun mal. Also haben wir unseren kleinen Vorteil von einem Rathaus 12 haben wir hier voll ausgespielt. Und aber trotzdem war es natürlich ein super Gegner. Den 86. Stern immer gar nicht mehr holen brauchen, denn prozentual waren wir sowieso schon vorne. Schönes Ding hier. Schöner Clankrieg. Grüße nochmal an den Clan Ü25 Clankrieg oder Kriegsclan. War wirklich ein tolles Ding und ich glaube, ihr habt genauso gefiebert hier wie wir. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich habe wieder ein bisschen mehr erklären können. Ich versuche das Ganze mal so ein bisschen festzuhalten für euch, dass wir so eine gesamte Season oder so eine gesamte Runde zusammen spielen. Deswegen werden wir uns wiedersehen. Bis dahin, euer Toto. Tschüss.